Ich war auf einem Fest, bist du jetzt zufrieden? Nein, überhaupt nicht. Ich finde es unmöglich, dass du ohne zu fragen heimlich ausgehst. Ich weiß, das war ein Fehler und ich bitte dich um Entschuldigung. Aber wenn du mich einsperrst, geht es nicht anders. Sie sind hier als Hauslehrerin eingestellt worden und nicht als Violettas Freundin oder als Komplizin. Wie verantwortungslos. Wenn Sie sie nicht einsperren würden, würde sie nicht abhauen. Sie werden mir doch wohl nicht sagen, wie ich meine Tochter zu erziehen habe. Sie haben recht, ich sag Ihnen gar nichts mehr. Hiermit kündige ich. Danke, Leon. Von wegen Engelchen, ha? Weh, ich sehe dich noch einmal in der Nähe meines Freundes, verstanden? Wenn du tust, was du fühlst und für deine Träume kämpfst, dann irrst du dich bestimmt nicht. Bist du sicher, dass du da gerade von mir sprichst, oder meinst du dabei nicht dich? Nein, denn dann solltest du vielleicht schon versuchen, dich für die Aufnahmeprüfung hier einzutragen. Sieh an, zwei richtige Turteltäubchen. Hör auf, du machst mich noch wahnsinnig, hm? Ich krieg sie schon auseinander. Und zwar für immer. Hast du alles aufgenommen? Ja. Und was hast du jetzt damit vor? Was wir jetzt machen, heißt Videoschnitt. Aber es war ein echt peinlicher Auftritt. Sie stand wie eine Idiotin da. Ich finde das einfach unmöglich. Schlimmer geht's nicht. Ich würde mich schämen für sowas.